Freunde, willkommen bei einem dritten Part von Mario Party DS. Was geht ab? Was geht ab? DKs Steinstatue. Die wackeren Winzlinge durchwandern einen wild durchwucherten Wald. Voll die Alliteration. Oh, ich wünschte, Diddy Kong wäre spielbar. Doch da, Diddy Kong, hat er sich auf seinem Weg zu Bowsers Burg verlaufen? Der Kleine ist ganz außer Atem und springt in wilder Affenpanik umher. Als er sich beruhigt hat, erzählt er den Helden von dem furchtbaren Ereignis. Oh shit. Donkey Kong wurde zu Stein verwandelt? Durch knochentrockens faulen Zauber? Oh shit, man. Ob DK wohl wieder der Alte wird, wenn dem bleichen Schurken das Handwerk gelegt wird? Niemand will sich die Chance entgehen lassen, den Helden zu spielen. Der Bosskampf ist richtig cool. Der ist richtig nice. Und wieder soll der beste Sternsammler den großen Kampf beschreiten. Jetzt bin ich angespannt. Bin weit weg, vielleicht komme ich später wieder. Tschüss, Roffelkartoffel. Mehr Story als dicker Star. Naja, ja, ein bisschen vielleicht. Oh, ich liebe die Map, ne? DKs Steinstatue. Er ist einfach versteinert, ne? Krank. Aber die haben viel gemacht aus dem Konzept, dass die Charaktere klein sind, ne? Die haben echt viel draus gemacht. Oh yeah. Cool. Aber hier ist man gut, wenn man viele Münzen hat. Das heißt, theoretisch haben wir eine gute Chance. Theoretisch. So wie Theo, Leute. Mal schauen. Siehst du das? Dort oben entspringen die Sterne. Genau, die Position ändert sich nämlich nicht. Deswegen ist es eigentlich gut, wenn man wenig würfelt. Bin gerade total geflasht davon, dass es überhaupt einen Story-Modus hier gibt. Oder? Ist krass, ne? Als ich das Spiel damals gespielt hatte, konnte ich nicht lesen, hab mir immer irgendwelche Scheiße ausgedacht, was sie da sagen. Was? Alter, richtig krass, dass du es trotzdem durchgezogen hast. Da finde ich es auch geil, dass der Stern immer auf derselben Stelle ist. Ja, übel cool, ne? Man muss einfach nur viele Münzen haben. 10 Münztrickfeld. Das ist ja aber cool. Das einzige Videospiel, wo ich mich erinnern kann, was Text hatte, wo ich noch nicht lesen konnte, war Pokémon Gelb. Und da habe ich es nicht mal bis zur ersten Arena geschafft, also, als ich noch nicht lesen konnte. Ja, danach schon. Ihr seid wahre Kumpels, oh ja. Jetzt sind das wieder diese drei üblichen, ne? Waluigi ist wieder dabei, der wird mich wieder abziehen. Mach dich bereit auf unnötige Fragen. Let's go. Ob ich schon mal einen Kioskbesitzer angeschrien habe? Was sind deine Lieblingszahnstocherarten? Die aus Holz. So, sind ganz stable. Und dann am Ende bei Bowser bekommen, dass jeder Stern 5 Münzen kommt. Ja, genau das, genau das. Ich habe es bis zu Bowser geschafft, aber war zu schlecht für ihn. Alter, ja, der Kampf war echt schwierig. Aber, dass du das ohne zu lesen geschafft hast, meinen größten Respekt. Real Talk. Deine Lieblingswasser-PET-Flaschenfarbe. Durchsichtig. Same mit Pokémon Gelb. Meine Freunde konnten auch noch nicht lesen. Wir sind durch die Höhle gekommen, wo wir Donner gebraucht haben. Ja, das habe ich damals auch ohne Blitz gemacht. Diese Höhle, wo du nichts siehst. Genau, Alter, das war so schlimm. Ich habe das ohne Blitz gemacht. Man hat halt nichts gesehen. Also es war schwarzer Bildschirm. Okay, warum gehen die alle nach links? Hä? Warum gehen die alle nach links? Nach rechts meine ich. Der Boss Rush Mode, der ist auch cool. Lieblingstemperatur. 24 Grad. Bei uns regnet es auch. Warum gehen die noch? Hier ist doch der Item Shop, das ist doch. Obwohl, brauche ich den Item Shop? Was macht Knochentrocken? Ich geh mal nach oben. Lieblingsalter. 20. 20 auf jeden Fall. 20 bestes Alter. Sie ist nicht mehr 12, sie ist 20. Hey, ich stelle die Fragen. Bringt's ein Doppelwürfel, ist die Frage. Bringt's ein Doppelwürfel? Halbblock. Das nehme ich persönlich. Hä? Ich meine doch mein eigenes Alter. Und nicht das von Jo Ollis Partnerin. Teleblock. Teleportiert dich, was für ein Blödsinn. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob es der Doppelwürfel bringt. Ach so, ja.
Ich meinte doch mit 20. 20 ist einfach das beste Alter, so, weil du bist so fresh und cool und keine Ahnung, ich bin so schon so fast Rentner. Hm. Was war das denn? Schnapp dir mit dem Greifarm all die Münzen, die Vario durch die Lappen gehen. Rote Münzen sind 5-mal so viel wert. Wie ging das denn nochmal? Hä? Was ist deine Lieblingsfrisur? Glatze. Ach so. Alter, Wario, lass mal mehr fallen hier. Bitte gönn eine rote Münze. Yo, nice, danke, dass ihr mitspielt. Hä, die sind voll gut auf einmal. Die sind auf einmal richtig gut. Zack, zack. Nice, Alter, wir sind richtig gut. Ich habe damals auch die Mario- und Luigi-Spiele gespielt, war dann manchmal in Textboxen gefangen, weil ich nicht wusste, welche Antwort ich auswählen sollte. Oh mein Gott, du hast es trotzdem durchgezogen. Würdest du deinen Style beschreiben? Nerd? Keine Ahnung. Mein Style. Warum stellst du mich solche Fragen? Hast du irgendwie eine Umfrage für eine Firma oder so? Für eine PET-Flaschenfirma? Oh je. Okay. 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 Oh, jetzt interessiert mich, was da passiert. Was geht da ab? Was? Das bringt den zum Stern und der hat schon 20 Münzen? Er will seinen eigenen Uso bauen, braucht Insider-Infos, ja. Scheiße, jetzt hat er schon 20 Münzen. Ach Gott. Und das war ja hier so richtig beschissen, weil es dieses Fass kam und dann alles kaputt gemacht hat. Alter, jetzt check ich's erst. Das ist so ein bisschen an das DK Arcade Game angelehnt, oder? Mit den Leitern und den Fässern? Das fällt mir erst jetzt auf. Oh mein Gott, bin ich blöd. Das ist an das DK Arcade Game angelehnt. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hustet ins Mikrofon, damit Wumpe auf euer Gegenspieler fällt. Wo ist denn hier das Mikrofon? Wo ist denn das? Hä? Wo ist das? Ach, hier. Oh mein Gott. Let's go. Entschuldigung. Hallo Melonengolem, was geht? Er kommt so in den Stream rein und sieht das. Lol aus. Ich bin so froh, dass ich keine Leute unter mir wohnen habe, so. Ach so, doch habe ich, aber egal. Ich habe gewonnen, ey. Ja, du bekommst deine Anzeige. Ach ja. Was ist deine Lieblingsmechanik aus den Hit-Mobile-Game Mario Runners? Was ist das für ein Spiel? Das kenne ich gar nicht. Alter, 20 Münzen. Ich bin fast eingeschlafen, jetzt wieder wach. Sehr gut, sehr gut. Immer schön wach bleiben, Freunde. Jetzt geht's ab. Oh. Als ob der schon 52 Münzen hat, dieser Betrüger. Was ist denn? Ich muss mich da noch informieren, hält der Küken. Ach scheiße, jetzt hat dieser Halsabschneider einen Stern, ey. So eine Scheiße. Aber zum Glück geht der Stern nicht weg, also alles gut. Münztausch. Das ist ja schlimm. Das ist echt brutal. Alter, Kiru, das zusammen online zocken. Geht das mit der Wii U? Das war ja wild. Ey, Real Talk, geht das mit der Wii U? Ich weiß es gar nicht. Okay, ich brauche eine... soll ich lieber warten? Soll ich lieber warten? Ich darf nicht eine 2 würfeln. Und Mario darf nicht eine 1 würfeln. Geht schon. Ernsthaft? Das ist ja cool. Nein! Du Vollidiot. Ach man, musste erst überlegen, ob ich Stream gucke oder mein Anime weiterschaue. Aber Mario Party DS muss ich zugucken. Ehrenmann, sehe ich auch so. Was ist deine Lieblings-Top-10-Liste? RTL, die 10 lustigsten TV-Patzer. Keine Ahnung, Alter, meine beste Top-10-Liste. Top-10-Videospiele von euch.
Lieber Uso, ich wäre jetzt fertig mit den Fragen. Wenn Sie wollen, können Sie sich eine neue suchen. Aber was findest du besser, Firebro oder Shimtex? Shimtex ist noch krasser, beide sind übelst gut. So, Firebro ist von den Informationen her immer noch krasser, finde ich. Also, obwohl, ja, beide sind... Das ist Geschmackssache. Okay, was muss ich machen? Klettern, rechts drehen, links drehen. Top 10 Zahlen. Durch Drücken der gleichen Knöpfe müssen du und dein Partner als erstes das Ende der Röhre erreichen. Oh Gott, das kann doch nur schief gehen. Ah, X, okay. Wie gut findest du Frauentausch? Ist eine super unterhaltsame Serie, aber die Leute werden da halt irgendwie vorgeführt und es ist gescriptet teilweise, also... Warum sind die schneller? Scheiße! Als ob die jetzt schneller sind. Ja, leck mich doch. Los, Wario! Los! Los, 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 los! Los, los, oh, wir holen die ein! Bitte, 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 bitte! Hä, wie schnell sind die? Oh mein Gott, nein, 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 nein! Top 10, Top 10 Liste ist meine Lieblings-Top 10 Liste. Ja, stimmt. Du hast voll recht, du hast voll recht. Was ist eure Lieblings-Top 10? So, was ist eure Lieblings-Top 10? Okay. Wario, von mir aus. Welchen Türrahmen findest du am sexiesten? Boah. Welchen Türrahmen, ey, scheiße. Mahagoni-Holz. Top 10 Hyrule-Milch. Zelda-Milch. Top 10 Türrahmen. Ah. Ach, Mario. Ja, komm mit einem Stockwerk runter. Oh Gott, was habe ich nur angestellt mit meinen Fragen? Der Chat gibt mir 2020-Vibes. Ja, Mann. Top 10 Abwasser von Hyrule. Ja, legitim. Als ob er wieder hier ist. Er hat doch schon einen Stern. Was willst du von mir? Ach mein Gott. Hey, ich bekomme Münzen. Ihr hattet Unrecht. Der gibt es doch dem Spieler. Das ist ja cool. Das ist ja nice. Top. Fortnite Battle Pass. I just shit up my ass. Welches ist dein Lieblingsschlechtes Mario Party? Ja, das kommt drauf an, ab wann eins schlecht ist. Das ist schwer zu definieren. Aber wie gesagt, ich habe Island Tour gespielt, das war echt brutal. So, jetzt gib mir mal was Cooles. Oh, ein Halbwürfel. Wow, ein Halbwürfel. Hey, toll. Ich hoffe, ich komme noch zum Stern. Ey, schon 4 Runden vorbei. Was ist hier los? Cornfinet Knipserei. Mmh. Das war ultra cool. Das war ultra cool. Oh mein Gott. Gehe auf Fotosafari und knipse die Konkurrenz. Drücke erst ab, wenn der Rahmen der Anzeige sich grün färbt. Das war ein richtig geiles Game. Voll cool, Alter. Ich habe mich voll vergessen. Oh mein Gott, ich liebe das Spiel. Yo, Mario! Achso, ich kann erst, wenn es grün ist. Warte doch, Mario, ich muss dich doch knipsen. So, habe ich erledigt. Das war richtig geil. Hey! Sehr gut, jetzt nur noch Wario. Da oben war, da vorne war, da vorne war. Die ignorieren mich einfach. Hä, wo ist Wario? Wo ist Wario? Wo ist er, der Gauner? Übelste Nostalgie, richtig cool. Hab ich voll vergessen, das Minispiel. Hä? Alter, what? Tombi TV bringt 62 Leute mit? Was geht ab, Alter? Was geht ab, Mann? Alter, what the fuck, Tombi TV? Ich kenne dich nicht, aber Alter, ich fühle mich geehrt. Vielen Dank, ich hoffe, euch allen geht's gut. Wir zocken ein übelst geiles Game. Mario Party DS. Alter, was geht ab? 62 Leute. Jungs, wir müssen mal Mario fotografieren, denn... Damn, what the fuck, Mann? Oh, ah, da war er doch. Nein, Mario. Ich muss dich verfolgen. Alter, warte, warte, warte. Ich lese gleich den Chat. Jetzt. Okay, gewonnen. DS-Teil wirklich gut. Alter, was geht? Tombi TV, hallo, hab nur gesehen, du spielst auch Mario Party. Ach so, ey. Was geht? Ey, wie geht's euch? Wir spielen schon seit 2 Stunden und ich habe die ersten beiden Bretter im First Try geschafft, was ich niemals gedacht hätte. Eigentlich ist das Spiel voll Betrug. Wir sind gerade im dritten Brett. Alter, vielen, vielen Dank für den Raid. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr hattet ein nice Wochenende.
Richtig, richtig nice. Wirklich richtig, richtig cool, Alter. 62 Leute einfach. Gönnung. Also jeder Raid ist natürlich, egal wie viele Zuschauer, ist alles nice, aber ich fühle mich geehrt. Spielst du Story-Modus? Ja, Story-Modus, genau. Okay, Freunde. Ja, cool. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Der Eintrag von Tombi täuscht in diesem Moment. Verstehe ich nicht. Ja, cool. Schön, dass ihr da seid. Top 10 Story-Modus. Nummer 1 Mario Party DS. Okay. Bitte kein Fass. Kein Seil. Ach, komm schon. Ach, komm schon, Digga. Ich gebe trotzdem Wario, weil er hat zu wenig Münzen. Yeah. Ich muss einfach nur zum Stern kommen, dann habe ich eine Chance. Aber es sieht eigentlich nicht mal so gut aus gerade. Oh nee, oh nee. Ach, das ist, ach nee, das ist das. Okay, beschleunige deine Rutschpartie. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Top 10 Hater-Küken-Paint-Hühner. Okay, Freunde, da muss ich jetzt ein bisschen reiben. Bisschen Action. Ah, ich mag das Spiel, ne? Los geht's, einfach immer weiter reiben. Yeah, 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 yeah. Alter. 80 Zentimeter pro Sekunde. Oh yeah. Ich kenne das Spiel nicht, das ist schade. War gestern auf Kirmes mit Freunden und merke immer noch die ganzen Getränke und das ganze Essen in meinem Magen. Ja, nice. Neuer Rekord. Okay. Cool, cool, cool. Ah, die haben alle so viele Münzen, ne? Damn. Girlofs und ich machen jetzt Schlafi. Okay, gute Nacht. Schön, dass ihr da wart. So, 5 Runden vorbei und ich habe immer noch nicht mal den Stern erreicht. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich bin mal weg. Wünsche euch noch viel Spaß. Egal, vielen Dank nochmal für den Raid. Schlaf gut oder so und ja, Mann. Vielen Dank. Freue mich echt. Ah, Sterne für nur 5 Münzen, das wär's gewesen. Ein sternfrei Haus. Für Mario. Ach, shit. Shit, 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 shit. Okay. Hat auch so geisteskrank viele Münzen. Ach, das sieht irgendwie echt nicht gut aus, Mann. Okay, sehr gut. Er geht wieder nach unten. Ist halt immer die Scheiße, ne? Du kommst immer hoch und runter und dann kommt das Fass und es ist einfach, das Spielbrett ist nicht so easy. Ja, und jetzt kommt das. Zum Glück bin ich noch nicht da gewesen. Oh mein Gott. Ach so, da verliert man Münzen. Ach so, ich dachte, da geht man an den Anfang zurück. Okay, okay, okay. Wenn ich jetzt einen Doppelwürfel hätte, das wäre halt perfekt. So langsam wird es nämlich echt Zeit. Aber egal, noch 5 Münzen, 5 Runden. Von daher passt schon. Ach, Hater-Küken, alles gut. Alles gut, nichts Schlimmes. Er schreibt nur über Among Us Hentai, also passt schon. Ach komm schon, eine 2. Flucht im Finstern. Okay. Durchforstet gemeinsam das dunkle Labyrinth und versucht Mario mit euren Lichtkegeln zu erwischen. Okay, das sollte ja eigentlich machbar sein. Top 10 Hater-Küken-Troll-Nachrichten. Je mehr rote Punkte, desto besser, oder? Das weiß ich nicht. Wow. Okay, wow. Das ging schnell. Das ging sehr schnell. Aber das ist auch super schwierig als Einzelspieler. Nice. Sehr nice, Leute. Warum schreibe ich eigentlich immer am Start von dem Minigame? Ich weiß nicht. Okay, Kiro, what the fuck. Ach nee. Obwohl... Nee, er hat keinen Stern, das ist sinnlos. Also ich könnte seine Münzen gebrauchen. Ah nee, Mario. 20 Münzen. Alter! Ach komm schon. Ah, ich habe 100 Münzen, ne? Wenn ich jetzt zum Stern kommen würde, das wäre schon gut. So eine Scheiße. Jetzt kauft er halt 3 Sterne. Das heißt, er hat 4 Sterne. Das heißt, ich brauche 5. Bin erstmal raus. Okay, schön, dass du da warst. Danke für den Raid und schlaf gut, Wackiger. Nee, Hater-Küken wird nicht gebrannt. Der war jetzt auch nicht lange weg und so. Oh!
Bitte, Sternduell. Bitte, bitte, bitte. Ach, als Einzelner sieht man die anderen auf der Map. Ah, ja gut, dann geht's. Was? Och, komm schon. Das 5 Sterne. What the fuck? Ich kann nichts dagegen tun. So eine Scheiße, Mann. Ich brauche ein Duellfeld. So ein Mist aber auch. So ein Mist. Ja, und dann kriege ich sowas. Das ist doch... Alter, ich komme ja nicht mal zum Stern hin. Das ist ja das Ding, ne? Ich komme ja nicht mal zum Stern hin. Ich brauche unbedingt Doppelwürfel. Ich hätte echt mehr kaufen sollen. Schlingelnde Schürzen. Ach, Schützen. Achse fixieren. Treff so viele Trippeltrapser wie möglich. Okay. Einfach mal A drücken. Das steuert sich ein bisschen weird, aber... Okay. Hä? Das mit dem Achse fixieren ist so weird irgendwie. Ich habe dieses Spiel nie so ganz gemocht. Zack. Hä, das war doch jetzt... Ah, okay. Sibi Simon, Alter, vielen Dank für deinen Resub. Yo, danke schön. Holy shit. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen Support. Dreier-Dings erwischt. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen 4. Monat. Ehrenmann, danke schön, danke, danke, danke. Okay, wir haben gewonnen. Aber ich mag das Minispiel nicht. Danke schön, Simon. Danke, danke. For your support. Darauf ein Sip Water. Oh shit, mein Wii U Gamepad ist rot. Scheiße. Ich habe nicht mal eine Steckdose dafür. Na, wird schon durchhalten, wird schon durchhalten. Es hat ja nur so eine Akkulaufzeit von 2 Minuten oder so. Wasser schon underrated. Irgendwie schon, ne? Aber das Beste ist Wasser aus Glasflaschen. Das ist richtig krass. Okay. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob ich noch eine Chance habe. Es wird spannend. Jetzt hat er wieder 20 Münzen bekommen. Das wird richtig spannend. So, er kauft sich jetzt 2 Sterne. Alles gut. Top 10 Wii U Gamepad. Wasser aus Hartplastik ist auch mega. Ja, geht. Geht. Wasser aus der Dose, Alter. Wasser aus der Dose. Das ist der Lifestyle. Meine Lieblingsminispiele waren immer Magnetathlet und Pedalprofis. Oh ja. Ja, jeder hatte 0,0. Haben wir vorhin erst drüber geredet. Abwasser von Hyrule. So, bloß keine 1. Bloß keine 1. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Auf jeden Fall Mario. Auf jeden Fall Mario. Bitte Stern. Bitte Stern. Bitte Stern. Oh. Okay. Okay, ist okay. Okay. Echt? Ich habe noch nie Wasser aus der Dose getrunken. Aber aus der Dose schmeckt halt irgendwie alles besser. Dachte ich jedenfalls. Alter, wir haben nur noch 2 Runden, ne? Wir haben nur noch 2 Runden, um hier irgendwas zu reißen. Das wird wieder richtig spannend. Fliehe vor dem Sog des Staubsaugers. Oh Gott, okay. Okay, okay. Dein Game-Pedalkabel ist hart beschädigt. Digga, mein Wii U-Kabel, mein Wii U-Stromkabel ist auch hart beschädigt. Ich hoffe, die macht noch lange. Oh shit, oh shit. Oh mein Gott, was zum Teufel? Oh mein Gott. Oh yes, das war knapp. Das war knapp, aber ich hatte ja nichts zu verlieren. Okay, das heißt, wir haben schon mal um 1 Stern aufgeholt. Beziehungsweise um 2. Wer hat ja einen weniger. Okay. Es wird wirklich spannend. Es wird wirklich spannend. Handball-Hektik. Oh, das ist cool. Versuch mit deinem Partner so viele Bälle wie möglich ins Tor eure Gegner zu werfen. Die Torhüter bewegen sich automatisch nach links und rechts. Bewegen, springen, Ball zupassen, werfen. Oh Gott, okay. Ich bin wieder im Rennen, ja. Das wird jetzt cool. Ich bin mit Mario im Team auch. Nö. Nee, dann ist mir der Sieg eh egal. Spaß. Gib her, Junge. Rein da, die Scheiße. Ey. Ey, das Spiel ist richtig cool. Einfach Mario Strikers. Apropos, ich habe die Demos nicht probiert, ne? Ich habe die Demos nicht ausprobiert. Waren die geil, oder? So, ich wollte mich überraschen lassen vom Game. Ich hoffe, es wird gut. Ich hoffe wirklich, es wird gut. Ich will ein eigenes Mario Handballspiel. Ja, das wäre Real Talk cool. Oder ein neues Mario Sports Mix, Alter. Das wäre richtig geil. Wieder mit so Final Fantasy Charakteren. Da habe ich richtig Bock drauf.
Hat richtig gebockt. Okay, das ist gut, das ist gut. Solange das Gameplay gut ist im neuen Mario Strikers, ist alles bestens. Rein da! Ey. Dynamo! Ja! Noch drittes Tor. Nice. Das Minispiel ist auch sehr stable. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Stellt euch einfach wirklich vor, ich würde jetzt jedes Brett so um First Try machen. Wir machen das ganze Hauptspiel einfach in einem Stream. Aber nein. Oh. Alter, jetzt holt er sich auch 4 Sterne. 4 Sterne. Eieiei. Ich muss jetzt unbedingt hier hinkommen. Auf jeden Fall. Basketball wird kommen, Melonengolem. Es gibt einen Basketballplatz auf dem Spielfeld von Switch Sports. Also da bin ich schon gespannt. Oh, scheiße. Gott sei Dank nur Münzen. Gott sei Dank nur Münzen. Das hätte jetzt alles kaputt gemacht. Oh mein Gott, das hätte jetzt alles kaputt gemacht. Ich habe echt Glück, ohne Scheiß. Ich habe richtig Glück. Wenn ich jetzt nicht auf dieses Seil komme, dann ist die Runde gelaufen. Und nicht aufs Bowserfeld, ja, das stimmt. Aber das Seil ist noch schlimmer. Dann nehme ich das gleich und mache andere Dinge damit. Keine Eins! Keine Eins! Danke. Jetzt können wir uns 6 Sterne holen. Weiß ich gar nicht, Puffy. Aber schlaf gut schon mal. Schlaf gut, alles gut. Okay, das heißt, ich habe 7 Sterne. Okay, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das, ach Gott sei Dank. Alter, ich schaffe auch das dritte Brett im First Try. Was ist mit mir los? Was ist mit mir los? Ohne Witz. Scheibchen schützen. Touchpen. Oh, das ist cool. Das ist cool. Aber ich weiß nicht, wie das funktioniert mit Wii U Gamepad. Okay, mal gucken. Zack. Zack. Okay, ich muss auf jeden Fall die Carmex. Ach, scheiße. Und Bowser, glaube ich, erwischen, ne? Oh, das steuert sich richtig komisch mit Wii U Gamepad. Aber egal. Let's go. Oh Gott. Das steuert sich echt komisch. Die Comms sind auch lost irgendwie. Gewonnen, oder? Die richtige Herausforderung sind die ganzen Bretter auf Experte. Oh ja. Habe ich Carmex gesagt? Ja, weil der eine Carmex mehrmals abgebildet ist. Deswegen. So wie die Marios oder die Luigis. Gerettet. Übrigens die Flashbacks an das Domtendo Wii U Party Together, wo Domi vor dem Ziel einen Pasch bekommt und dann sagt, keine Eins, ich schlag dich kaputt, Fernseher. Ja. Ja, ja, das war nice. Okay. Okay, perfekt. Ja, letzte Runde, Geist. Ich würde sagen, gewonnen, oder? Ich würde sagen, gewonnen, oder? Gönnung. Das ist richtige Gönnung. Die unnützen Fragen sind back. Was ist deine Lieblingswaschmittelmarke? Gut und günstig, weil es ist günstig. Hashtag Product, nicht Placement. Schon wieder 7 Sterne. Ich weiß nicht, warum ich Glück habe. Ich habe jetzt wirklich, wirklich erwartet, dass ich in dem Stream komplett abgezogen werde. Richtig abgezogen werde und wir nur im ersten Brett festhängen. Ohne Scheiß. Der Safe war nicht schlecht. Was für ein Safe? Get dich not. Was ist dein Lieblingssupermarkt? Schwierig. Also es ist ja eine ernste Frage eigentlich so. Also ich achte schon drauf, eigentlich so günstig einzukaufen mäßig. Aber so von der Qualität her glaube ich schon Rewe und Edeka irgendwie, ne? Das ist schon. Aber es ist zu teuer, Mann. Was ist deine Lieblingschipsorte? Boah, ich weiß, absolut unpopular Opinion, aber ich bin zurzeit voll auf Salzchips. Ich weiß, niemand mag die, aber Salzchips sind voll gut. Aber meine Lieblingschipsorte sind entweder Pringles, Paprika, Tortilla oder Chio Wild Paprika. Die sind auch gut. Die sind auch gut.
Boah, jetzt habe ich richtig Bock auf Salzchips gerade. Aber so, keine Ahnung, so Pringles Original sind auch voll gut. Oder Pringles normale Paprika. Okay, schnapp dir so viele Münzen wie möglich, okay. Ja, geil, Alter, wir haben auch das dritte Brett im First Try. Was ist passiert, ey, was ist passiert? Ach, ich weiß aber nicht, ob ich noch eins zocke, ne? Ich weiß es nicht, ne? Es ist schon 0 Uhr. Scheiße. Ich weiß es nicht. Gönnung. Eigentlich ist es egal, wer jetzt wie viele Münzen kriegt, weil, ja. Paprika-Chips im King. Das auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, Sweet Paprika mag ich nicht. Ah ja, Poketrainer hat gleich Geburtstag, ne? Let's go. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten sich sonst sehr vermisst. Pringles sind eigentlich voll stabil. Was geht, Majora? Lieblings-Theo-Video. Boah. Top 5 perverse Momente in Nintendo-Spielen. Hallo Majora, ich hoffe, dir geht's gut. Wir haben gerade übelst krasses Mario Party DS Gameplay. Mario Party DS um 3 Uhr nachts, ja Mann. Oh, ich weiß nicht, ob ich noch eins zocken soll. Dein Vater schaltet das Internet um 0 Uhr ab. Oh, das ist Big Pain. Da braucht man einen guten mobilen Datenvertrag, ne? Aber wir sind ja in Deutschland. Lieblings-Shimtex-Video. Das ist schwer. Das ist sehr schwer. Lieblings-Shimtex-Video. Ich fand das Tingle-Video eigentlich sehr, sehr stark. Oh, Preis gewonnen. Blaue Blumen. Pinkfarbener Pilz. Du hast den Orden Goomba-Rivale. Oh, das schaue ich mir gleich mal mit an. Ja, cool. Ja, ich würde sagen, wir machen das Brett noch und dann schaue ich mir ein bisschen die Galerie an. Das ist doch ein Vorschlag, oder? So, die anderen Modi können wir noch ein bisschen abchecken. Oder dieser Highscore-Modus oder so. Mhm. Oh yeah. Das ist richtig cool. Der Bosskampf ist mega stark. Der ist 3D-Mario-Niveau. Die Flammensymbole auf dem oberen Bildschirm zeigen dir, auf welchen Schaltern du Stampfattacken ausführen musst. Entfessel die Macht der Runen. Oh mein Gott. Ich muss mir vorgestern so Tortilla-Chips von Wish machen, weil keine normalen mehr da waren. Hab einfach einen Rap so lange getoastet, bis man das brechen kann. Bisschen Öl drauf. Alter, du bist voll der Meisterkoch, ey. Jetzt der Boss, der hat immer meine Boss-Rush-Runs versaut. Ja, stimmt. Der war irgendwie ein bisschen glückbasiert. Ja, stimmt. Seit wann kannst du DS aufnehmen? Seit es die Nintendo Wii U gibt. Eine tolle Konsole. Ja. Okay, bewegen, Sprung, Kamera drehen. Okay. Junge, das ist... richtige Mario Odyssey Kampf hier. Wie auch immer, ich werde es schon rausfinden. Okay, jetzt muss ich grün. So, und er bewirft uns währenddessen mit Knochen irgendwie. Okay, das war ja noch einfach. Aber der Kampf ist echt krass. Wann geht Wind Waker weiter? Alter, ich hab Bock auf Wind Waker, ne? Aber ich muss erstmal Majora's Mask. Warte, was? Muss ich jetzt erst den Lila dann machen oder was? Ich kann sogar schlagen. Warum? Warum? Gute Nacht, Puffy. Oh mein Gott, Poketrainer, alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Ach, 3DS, das war, was du nicht aufnehmen kannst. Naja, ich kann nur die DS auf Games aufnehmen, die es im Wii U eShop gibt. Und wie gesagt, Alter, Ehrenmann, Poketrainer, alles Gute. Er ist fast in jedem Stream dabei. Absoluter Honor Man. Oh mein Gott, what the fuck geht hier ab? Das ist der 6.6. Yo, Poketrainer. Alter, feier schön, Mann. Wie alt bist du geworden? Willst du es verraten? Alles Gute, Mann. Der Bosskampf war cool. Sehr, sehr cool. Alter, Ehrenchat, vielen Dank. Also, ihr sagt ja nicht mir alles Gute, aber danke für die Unterstützung. Ja, cool. Das war richtig geil bisher. Und DK ist wieder frei. Ah ja, Käfi, du bist doch wach. Hey! Hey, DK erwacht aus seiner Steinstarre. Überglücklich schenkt Diddy unseren Helden den Himmelskristall, den er gefunden hat. Oh yeah. Doch was hat DK denn plötzlich? Fleisch! Wo er nur hin will? Egal. Du machst dich besser auch auf den Weg, Toad. Alter, wir haben alle drei Bretter im First Try gehabt. Das habe ich niemals gedacht. Du hast die Boss-Trophäe leckere Litchi erhalten. Let's go. Wenn du den Äpfel auf ihn schlägst, kannst du ihn kurz betäuben. Ah, okay, cool.